Erik Schaffer, Trainer von U15. Der Fäusingöp hat stattgefunden. Für jemanden, der nicht weiss, was das ist, kannst du schnell erklären. Der Fäusingöp ist ein Partnerschaftsturnier von der U15, das seit Jahren besteht und wo eigentlich eine Beurteilung von allen Spielern passiert, die auf dem Plateau vom Kanton Bern sind. Also sehr gute Dinge, Möglichkeit, alle Spieler zu beobachten. Also, da kann man vielleicht sagen, es geht mehr darum, Talente anzuschauen, Leistungen zu vergleichen, als jetzt effektiv näher um den Rang von diesem Turnier. Für die Spieler ist natürlich der Rang gegen etwas Wichtiges. Das sollte auch so bleiben. Aber besonders für uns Trainer und die Observatoren ist natürlich das zweitrangig. Wir probieren, die einzelnen Spieler zu beobachten, die Fortschritte gemacht haben, vielleicht die stagniert sind. Es gibt wirklich eine Standortbestimmung, dass man auch sieht, okay, wer könnte ein Kandidat sein für die U16, für den ersten für BSC IB. Und jetzt, heute habt ihr zwei Siege geholt. Es hat nicht gegangen für im Final. Die Jungs waren schon ein bisschen enttäuscht, so wie man sie in den Gesichtern gesehen hat. Das dürfen sie auch. Das gehört auch zum Fußball. Es gibt nicht nur Siege, es gibt auch Niederlagen. Und, ich muss aber auch sagen, die zwei Teams, die ins Final waren, haben es mehr als wir verdient. Sie waren individuell besser, aber auch kollektiv besser. Also da war für mich ganz klar, dass wir es heute hätte mehr müssen machen, dass man es verdient hätte, ins Finale zu kommen. Das sind alles Partnerteams, die hier antreten. Kannst du erklären, wie die Partnerschaft genau läuft? Also, IB ist der Super League-Verein. Kommen dann die Besten von allen zu IB? Oder wie geht das? Ja, also, es ist Ding stufenmässig. Also, in der U15 sind noch nicht alle bei IB. Es ist auch ein bisschen Ding situationsbedingt, die beste Lösung für den Bub zu finden, dass er wirklich zum Shooten kommt. Und da, ab U16 ist dann natürlich, kommen die Besten effektiv zum BSC IB. Und wo die heissen, auch in der U15 Freiburger bleiben zu Freiburg. Und die kommen erst normalerweise spätestens zu U16. Eventuell, wenn bei Ausnahmen kann das auch in der Rückrunde von der U15 passieren. Aber das wissen wir heute noch nicht. Zum Schluss noch eine letzte Frage zu dir. Du hast im Sommer angefangen, neu als U15-Trainer bei IB. Wie fühlst du dich wohl? Wie bist du hier angekommen? Wie läuft es? Ich fühle mich sehr wohl. Ich weiß nicht, ob sie mir alle verstanden mit meinem Seislerdeutsch. Aber sonst fühle ich mich sehr, sehr wohl. Ich bin sehr gut empfangen gekommen und ich könnte es nicht besser gewählt haben. Sehr gut. Merci vielmals, Erik. Merci. Fabio Coatti, Co-Trainer vom FC Thun von U15. Herzliche Gratulation, ihr habt den diesjährigen Fäusingöp gewonnen. Wie bist du zufrieden? Danke vielmals. Ich bin sehr zufrieden, vor allem weil wir die Leistungen heute gesehen von unserer Mannschaft, die wir haben wollen. Es ist darum gegangen, dass wir heute Mentalität zeigen wollen. Wir wollen heute unbedingt die Duelle suchen und schlussendlich auch annehmen. Uns war wichtig, die Tugenden vom FC Thun zu zeigen, das Herzblut, also nach vorne pressen, angreifen, laufen. Und das habe ich heute gesehen. Von dem her bin ich sehr happy, absolut, ja. Es ist ein Turnier von Partnervereinen der Fäusingöp. Inwiefern hat man da das Ziel, den zu gewinnen? Oder um was geht es für euch als FC Thun? Also für uns geht es sicher in erster Linie darum, dass wir eine gute Standortbestimmung machen können, dass wir uns auch vergleichen mit den anderen Vereinen. Sicher ist so eine tolle Zusammenarbeit, die wir pflegen mit den anderen Partnervereinen, sage ich jetzt mal, die heute am Turnier teilgenommen haben. Und wir haben ja immer das Ziel, dass wir unseren Spielern die Praxis so geben, auf dem bestmöglichen Level können, sich zu beweisen. Und darum freut es uns jedes Jahr, dass wir hier an diesem toll organisierten Fäusingöp teilnehmen dürfen. Schlussendlich haben wir alle ein gemeinsames Ziel. Wir haben Jugendliche in unseren Strukturen, die wir entwickeln wollen, die wir fördern wollen. Im Fußballerisch, aber auch im persönlichen Level. Und die Zusammenarbeit dort gestaltet sich aus meiner Sicht sehr positiv. Wir haben ein gutes, fast freundschaftliches Verhältnis untereinander. Mit gewissen Teams haben wir auch immer wieder Testspiele, die wir organisieren. Und da herrscht doch sehr eine gute Atmosphäre. Aber selbstverständlich will man sich auch irgendwo beweisen, gerade an so einem Turnier, wo man zeigen, dass man gute Arbeit leistet. Und dort ist dann vielleicht schon mal der Sieg will ein bisschen höher und macht man dann vielleicht auch ein bisschen mehr für einen Sieg. Ja. Sehr gut. Ich glaube, man sieht am Fäusingöp insbesondere eine gute Zusammenarbeit im Nachwuchs in der Region Bern, ringsum Bern, mit den Partnervereinen. Merci vielmals und herzliche Gratulation zum Sieg im Turnier. Danke vielmals. Die Gratulationen leite ich gerne an die Mannschaft weiter.